Gallensteine. Häufig muss nicht harmlos heißen. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Viele Menschen haben mit Gallensteinen zu tun, Frauen häufiger als Männer. Und es kann schon furchtbar wehtun, wenn so ein Gallenstein in einen Gallengang rutscht und den verstopft. Meistens hilft es auf Dauer, die Gallenblase dann zu entfernen, damit es nicht wieder passiert. Aber es gibt auch andere Gründe, weshalb so ein chirurgischer Eingriff notwendig werden kann. Und darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Professor Dr. Karl Olthafer. Er ist Chefarzt der Klinik für Leber-, Gallenwegs- und Pankreaschirurgie an der Asklepios-Klinik Barmbek. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Olthafer. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Gallensteine, erklären Sie mir, wie entstehen die? Ja, Gallensteine entstehen in der Gallenblase und entstehen dadurch, dass in der Gallenflüssigkeit Salze auskristallisieren und daraus entstehen Steine. In der Regel sind das bei Erwachsenen Cholesterinsteine. Und Sie müssen sich das so vorstellen, dass in der Gallenflüssigkeit ist eine gewisse Menge an Salz gelöst, ohne dass es auskristallisiert. Mhm. Und wenn dieses Lösungsgleichgewicht, wenn mehr Salze in der Gallenflüssigkeit, die auch eine Wassergrundlage bildet oder hat, wenn dort das Lösungsgleichgewicht gestört ist, dann kristallisieren sich so kleine Kristalle heraus. Und aus diesen kleinen Kristallen werden dann größere Steine, oder der Stein entwickelt sich. Ähnlich, wenn man zum Beispiel Salzwasser eindampft, dann entstehen ja so Salzkristalle. Es ist das gleiche Phänomen. Jetzt haben ja viele damit zu tun. Jetzt könnte man ja sagen, naja, mein Gott, das gehört halt zum Menschsein dazu. Ist das denn schlimm, dass man die hat? Abgesehen davon, dass sie wehtun können. Ja, also sie können höllisch wehtun. Ja. Die Gallensteine können richtig wehtun, mit Schmerzen im Oberbauch, oben hier unter dem Brustbein, kann auch mal in den Rücken ausstrahlen und in den Arm ausstrahlen. Also es tut schon richtig weh, wenn die Gallensteine sich melden. Ja. Aber viele Menschen haben Gallensteine, ohne das zu wissen. Also es ist eine häufige Diagnose, aber nicht alle Steine machen halt auch Probleme. Ja, aber trotzdem landen ja auch Patienten bei Ihnen. Ja. Ja. Und Sie entscheiden dann, dass Sie handeln müssen. Also sind die ja vielleicht doch nicht so harmlos? Ja, das ist eine gute Frage, weil das ist auch gerade unser Problem, was wir haben, dass wir die Patienten heraussuchen, bei denen ein Problem entstehen könnte. Und es gibt, wenn man das so einteilt, warum operieren Chirurgen an der Gallenblase? Wenn der Patient kommt mit Symptomen, also diese Schmerzen hat zum Beispiel, dann ist es klar, dann operiert man, um dem Patienten diese Schmerzen zu nehmen und die ganzen Komplikationen und Temperaturen, Infektionen, die man so entwickeln kann. Aber dann gibt es noch eine andere Indikation, wie wir sagen, oder eine andere Notwendigkeit, die Operation zu empfehlen. Wenn der Stein eine gewisse Größe hat, geht von ihm eine Gefahr aus, dass sich in der Gallenblase ein bösartiger Tumor entwickelt. Sie müssen sich so vorstellen, die Größe des Steines ist eine chronische Entzündung in der Gallenblasenwand. Die Entzündung, aus diesem chronischen Entzündungsprozess kann ein Tumor, ein Krebs entstehen. Man nennt das auch ganz interessant eine Porzellangallenblase. Mhm. Wenn eine Porzellangallenblase vorliegt, das heißt, das ist eine Gallenblase, die zusammengeschrumpft ist, die nur aus Kalk besteht oder aus Stein besteht. Mhm. Porzellan sieht irgendwie aus, fühlt sich so an. Deswegen Porzellangallenblase. Ein hohes Risiko, dass sich in dieser Gallenblase ein bösartiger Tumor entwickelt. Mhm. Und die muss man natürlich eben operieren und in der Hoffnung natürlich die Entstehung des Krebs dadurch zu vermeiden. Genau. Jetzt sind wir ja im Grunde genommen noch vor dem Krebs, wenn ich es mal so ausdrücke. Ja. Also es geht einfach nur um eine Gallenblasen-OP, die ja gerne als Routine betrachtet wird. So, jetzt sind Sie ja Spezialist in diesem Zusammenhang und jetzt sagt man ja, warum lässt man Sie los auf so eine einfache Gallenblasenoperation? Ja. Warum ist sie so toll für Sie? Ja, weil Gallenblase, Gallenwege, die Leber, das ist ein System, ein Organsystem. Ja. Die Gallenflüssigkeit wird in der Leber gebildet. Die Gallenflüssigkeit fließt aus der Leber in Gallenwege, in den Zwölffingerdarm und auf dem Weg
von dem Weg von der Leber in den Zwölffingerdarm ist die Gallenblase. Das heißt, Gallenwege, Gallenblase gehört eigentlich mit zur Leber. Ist eine Funktionseinheit der Leber. Deswegen sind wir als Leberchirurgen auch sehr stark daran interessiert und beteiligt. Und was aus meiner Sicht das auch sehr interessant macht als Leberchirurg ist, weil die Anatomie so unterschiedlich sein kann. Der Gallengang, es ist nicht wie im Buch immer dargestellt, sondern es gibt so viele Variationen und noch so viele Möglichkeiten, sowohl für den Gallenweg als auch für die Blutgefäße, die Gallenblase auch versorgen. Gibt es so viele Variationen. Und deswegen ist es auch natürlich, wir beschäftigen uns damit und wir sehen auch, dass es manchmal schwierig sein kann. Man muss die Anatomie ja beherrschen und wissen, was man macht, wenn man was absetzt, damit man eben keine Fehler macht. Es darf nicht bei der Operation der Gallengang, der zur Gallenblase geht, darf nicht mit dem Hauptgallengang verwechselt werden. Dann hat man ein Problem, was eben halt auch die Leber betrifft. Genau, weil sich dann die Gallenflüssigkeit stauen würde in der Leber und nicht mehr abfließen könnte und dann ins Blut geht und dann kriegt man eine Gelbsucht. Man könnte so eine Art Gelbsucht entstehen durch den Stau. Man kann aber auch durch den Clip zum Beispiel, den man setzt, also wir Chirurgen setzen Clips, um die Strukturen zu verschließen. Also Moment, also wenn Sie die Gallenblase rausnehmen, klemmen Sie sie sozusagen ab, den Schlauch, wir reden jetzt gerade über den richtigen Schlauch. Richtig. So muss man sehen, genau. Also die Gallenblase ist ja eine Sackgasse sozusagen, wo die Gallenflüssigkeit reinfließt, sich aufhalten kann und wieder zurückfließen kann. Mhm. Und, damit nicht so viel im Darm landet. Genau. Die Gallenblase ist ja, hat nur 60 Milliliter Fassungsvolumen und die Leber produziert am Tag ungefähr 1 bis 1,5 Liter. Das heißt, das meiste fließt in den Zwölffingerdarm und nur eine geringe Menge geht in die Gallenblase. Ja, dann frage ich mich, dann ist das wahrscheinlich auch die Begründung, warum man ohne Gallenblase ganz gut leben kann eigentlich. Ja. Ne? Es gibt Lebewesen auf diesem Planeten, die haben gar keine Gallenblase. Aber Sie sagen ja eben gerade, also die Herausforderung ist, einmal die Gallengänge frei zu halten, dass das weiter funktioniert. Und zum Zweiten nicht ein falsches Blutgefäß abzuklemmen, habe ich Sie so richtig verstanden? Richtig. Ne? Also es ist schon ein Problem, wenn man die Leberarterie zuklippt. Also wenn man statt der Arterie, die Gallenblase versorgt, die Leberarterie trefft, das ist nicht gut. Dann, weil natürlich dann die Leber schlecht perfundiert ist, schlecht durchblutet ist. Aber insofern, Sie haben mich gefragt, warum ich als Leberchirurg so Interesse habe. Ja. Das ist einfach, hört mit zu unserem Arbeitsgebiet. Ne? Das ist einfach, und dadurch können wir es auch sicher anbieten, weil wir tagtäglich damit zu tun haben. Insofern ist das auch einfach, wir fühlen uns da zu Hause und die Anatomie ist für mich auch immer eine Herausforderung, die Anatomie darzustellen. Es macht einfach auch dann auch... Weil jeder anders ist. Das ist für mich einfach auch als Chirurg auch eine Herausforderung, immer wieder für jeden Patienten die Anatomie sicher darzustellen. Und wenn ich die Anatomie sicher dargestellt habe, kann ich sie auch, die Gallenblase, sicher entfernen. Dann passieren keine Probleme. Ja. Insofern ist deswegen auch die Faszination als Leberchirurg in der Gallenblasenchirurgie. Ja, natürlich. Man darf das nicht verharmlosen. Also die Steine sind schon häufig vorhanden und wenn sie Probleme haben, sollte man sie auch entsprechend behandeln. Aber man darf auch nicht vergessen, dass es viele, viele Patienten oder viele, viele Mitbürger gibt, die Gallensteine haben, die überhaupt nichts machen. Ja. Und ich glaube, da muss man auch klar trennen, dass die Steine, die überhaupt keine Symptome machen, die kann man auch einfach beobachten, gar nichts machen. Ja, und ab einer bestimmten Größe? Eine Größe, 3 Zentimeter sagen wir. Ab 3 Zentimeter empfehlen wir die Operation. Weil es dann zu einer Krebsbildung kommen könnte. Ja. Genau, das wäre dann ein Karzinom, ein Gallenblasen. Also man unterscheidet, glaube ich, zwischen Gallenblasenkarzinom und Gallengangskarzinom, richtig? Ja. Das heißt, das Karzinom der Gallenblase ist in der Gallenblase. Und das vom Gang kann aber überall sein, innerhalb der Leber dann, oder? Das kann überall sein, ja. Ja. Wie schlimm ist das? Also was ist das für ein Krebs? Es ist, wenn man das einteilt, der ist schon sehr aggressiv. Ja. Also sowohl Gallenblasenkarzinom als auch das Gallengangskarzinom ist als aggressiver Tumor anzusprechen.
Und vor allen Dingen die Herausforderung ist, weil es sind ja viele andere Organsysteme in der Nachbarschaft. Die Gallenblase zum Beispiel liegt dicht am Zwölffingerdarm. Der Magen ist in der Nähe, die Leber ist in der Nähe. Wenn sich dort ein Tumor entwickelt, ein bösartiger Tumor, der natürlich Tendenz hat zu wachsen und auch in andere Organsysteme reinzuwachsen, kann es bedeuten, dass man bei einer Operation des Gallenblasenkarzinoms auch andere Organsysteme mit entfernen muss, um letztendlich eine sichere Entfernung allen Tumorgewebes zu erreichen. Also Teile der Leber zum Beispiel. Teile der Leber zum Beispiel, ja. Dann steckt auch eine große Chance. Also wenn man die Diagnose früh stellen kann, können wir chirurgisch den Tumor auch sicher entfernen. Und dann ist auch die Prognose für den Patienten eben viel besser, als wenn wir eine Situation haben, wo eine Operation nicht mehr möglich ist. Banale Frage, zählt da die Routine, wollte ich gerade sagen. Aber wie sehr zählt bei solchen, oder kann da Routine überhaupt helfen? Ja, absolut. Ja? Aber absolut klar, wenn wir uns mit diesem Organsystem tagtäglich beschäftigen, und dann kommt einfach die Erfahrung zum Vorschein, dass man einfach eben die Erfahrung hat, wo was ist. Man weiß, wie die anatomischen Möglichkeiten, auch die Variationen sind. Es ist einfach das, was man häufiger macht, macht man einfach auch besser, weil die Erfahrung da ist. Es ist wie überall im Leben einfach. Die Prozeduren, die man häufiger durchführt, die kann man einfach besser. Das ist einfach Routine. Das ist merklich. Ich fühle mich auch sicher. Ich weiß, ich fühle mich auch sicher, wenn ich an der Leber operiere und an Gallenblasenkarzinom. Ich fühle mich einfach sicher, weil ich das vielmal gemacht habe, häufiger gemacht habe. Es ist einfach, man fühlt sich einfach da in diesem Bereich wohl und weiß, man weiß auch mit Komplikationen umzugehen. Ja. Wenn mal irgendwas blutet, wenn mal irgendwie hier eine Nähe ist, man muss es auch am Ende rekonstruieren. Wenn man das entfernt hat, muss man anschließend auch die Gallenblase wieder rekonstruieren. Und da fühlt man sich als Chirurg einfach sicherer, wenn man das wirklich als Routine machen kann. Ja, zumal das ja ein blutreiches Organ ist, die Leber. Ja. Und nicht nur Blut, sondern auch Galle. Auch die Galle darf sich im Körper nicht stauen. Es gibt ja noch eine kompliziertere Krebserkrankung als die beiden Karzinome, über die wir schon sprachen. Mhm. Kletzkin, den Namen habe ich mir gemerkt. Ja. Kletzkin-Tumor benannt nach einem amerikanischen Chirurgen. Und das ist ein besonders schwieriger Tumor. Der Tumor sitzt genau an der Gabel. Also Sie müssen sich vorstellen, die Leber hat zwei Lappen. Ja. Jeder Lappen hat einen Gallengang, einen Hauptgallengang. Und die treffen sich in einer Gabel. Wir nennen das die Gallengangsgabel. Mhm. Und der Tumor ist genau in der Gallengangsgabel. Betrifft also links, das linke und das rechte System. Und das Komplikative an dem Tumor ist, weil die Leberarterie und die Pfortader, beide Gefäße versorgen die Leber, sind millimeternah in dieser Anatomie. Das heißt, der Tumor, wenn der nur ein bisschen groß ist, ist der automatisch auch in der Nähe von den wichtigen Strukturen für die Leber. Und das macht den Tumor auch so brutal schwierig zu operieren. Weil es ist nicht nur, der Tumor ist ja nicht groß. So, wenn das irgendwo anders in der Peripherie wäre, wäre es nicht so kompliziert. Aber dadurch, dass die Gefäße in der Nähe sind, wenn man den Gallengangsgabeltumor, den Kletzkin-Tumor operiert, ist das immer assoziiert, verbunden mit einer Leberresektion. Ein Stück Leber raus. Mhm. Und meistens ein größeres Stück der Leber, einen linken oder rechten Leberlappen. Und dann haben Sie das Problem, dadurch, dass der Gallengang durch den Tumor zugedrückt wird, staut sich die Galle, der Patient wird gelb, ist häufig auch das erste Zeichen, Gelbsucht, der Augenhintergrund wird gelb. Und dann muss die Leber erstmal entstaut werden. Weil eine gestaute Leber dürfen wir nicht operieren, weil einfach die Gefahr zu groß ist, dass der Patient nach einer Resektion ins Leberversagen rutscht. Also man muss vor einer Operation die Leber entstauen. Das heißt, das machen dann die Gastroenterologen. Aber mit dem Stent, oder? Genau. Das ist auch das Problem. Man muss die Vorbereitung, das Management vor der Operation, nach der Operation, der Patient muss vorher gestentet werden.
So, ja. Kriegt den Stent. Der Stent kann mal verrutschen. Der kann mal links oder rechts rein in den Gallengang. Am besten sind beide Gallenwege zu trainieren. Dann kann der Stent auch mal einen Verschluss machen. Also man muss den Patienten eng führen, muss sonografisch kontrollieren. Ist der Stent richtig? Fällt das Bilirubin, fällt der gelbe Blutfarbstoff? Ja. Dadurch, dass ein Stent in Gallenwegen liegt, sind die Gallenwege in der Regel auch entzündet. Es ist eine Cholangitis in den Gallenwegen. Ja. Also Bakterien sind, also das ist das Problem. Ja. Leber gestaut plus Infektion in der Leber. Ja. Und das macht auch die Operation letztendlich so schwierig und so gefährlich, weil ich habe dann am Ende eine Leber, die zurückbleibt, die vorher gestaut gewesen ist und die eine Gallenwegsentzündung hat. Und das Ganze drumherum ist dadurch etwas kompliziert. Und deswegen auch gerade hier ist ein Schwerpunkt von Bedeutung. Ne? Ja. Wie lange ist so ein Patient mit Klettskin bei Ihnen insgesamt? Das auch die Behandlung vorher, die Vorbereitung kann auch mal 4, 6 Wochen, 8 Wochen dauern, ja, bis wir den Patienten in einem wirklich außerordentlich guten Zustand haben, um ihm die Operation zuzumuten. Weil das Risiko auch im Rahmen der bei der Operation zu versterben, ist auch nicht so ohne. Also es ist, man muss das schon gut vorbereiten und auch entsprechend auch eine Erfahrung haben. Zum Beispiel in Schweden. In Schweden gibt es 2 Häuser, die sich damit beschäftigen, in ganz Schweden. Mhm. In Schweden ist das System etwas anders, da gibt es einen Schwerpunkt Bildung. Das macht gerade bei diesem Tumor auch Sinn, weil der einfach so kompliziert ist und so schwierig ist. Das sollte man in Zentren machen. Und das Zentrum braucht nicht nur den Chirurgen, sondern braucht auch den Gastroenterologen, den Endoskopiker, der Stents legt. Braucht auch den Radiologen. Der Radiologe, der, weil wir teilweise einen Gefäßverschluss machen, um die Leber zum Wachsen zu bringen, braucht den Onkologen. Man braucht das ganze Portfolio, das System, das Medizinsystem in einem Krankenhaus, um wirklich eine gute Versorgung für den Patienten anzubieten. Ne? Das beginnt vor der Operation, weit vor der Operation, dann in der Operation, auch nach der Operation muss der Patient betreut werden. Ne? Aber wenn alles gut gelingt, alles gut ist, ist die Prognose auch sehr gut. Das ist dann hat man wirklich was für den Patienten wirklich geschafft und er hat eine gute Chance, weiterzuleben und lange weiterzuleben. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!